Hallo Freunde und willkommen zurück hier bei Outlast Whistleblower. Wir nehmen diesen Handschellenschlüssel und jetzt speichert es. Ich glaube, ich hätte den Handschellenschlüssel in der letzten Folge noch nehmen sollen, aber ich dachte gleich, dann passiert irgendwas. Weil ich gerade rausgetappt habe und just in diesem Moment ist dann einfach das Spiel abgestürzt. Ich kam dann nicht mehr rein. Total geil. So, da sind wir durchgerannt. Wir kommen jetzt einfach so zurück, ohne unseren Kettensägenkumpel? Ehrlich? Ist das hier die Chance, nochmal Sachen zu sammeln und zu finden, die man ansonsten übersehen hätte? Es kommt mir nämlich fast so vor. Ja, guck mal, beispielsweise ist diese Tür hier jetzt auch noch nicht kaputt. Und ich bin jetzt einfach mal einfach durchgerannt, als dieser Typ kam. Ich habe mir da einfach absolut keine Sorgen drum gemacht, was irgendwie passiert. Hallo? Ach so. Oh, Entschuldigung. Wir müssen hier lang. Speichert. Wo? Oh. Da. Aber wie? Ja, ja, hau mich halt. Ich bin da sowieso gleich weg hier. Ich wollte eigentlich nochmal in sein Kämmerchen reingucken, wo er vorhin rauskam. Aber das war dann jetzt gerade zu. Da war schlecht mit reingucken. Na gut. Wir sind da. Hallo. Und hier ist ein bisschen dunkel. Und meine Batterie ist voll aufgeladen. Gut. Hi, Kumpel. Naja, also so kann man auch natürlich Batterie sparen, ne? Wenn die fast leer ist, einfach Spiel neu starten, dann ist die Batterie wieder voll. Hi, Kumpel, geht's dir gut? Dem geht's super gut. Dem geht's einwandfrei, kann ich mir vorstellen. Ich juck mir mal eben das Auge. Das mache ich aber nur, weil ich es kann, nicht weil es wirklich juckt. Ich habe da so ein Fetisch, so ein Augenjuckfetisch. Ich muss mir immer ins Auge packen. Aber das wisst ihr wahrscheinlich. Oder ich muss mir in die Nase packen. Den habe ich aber auch. Fürchterlich, fürchterlich, dieser Fetisch. Hallo? Na? Geht's dir gut? Nein. Nein, lass das. Hör auf damit. Geh bitte. Ich bleib hier. Ja, okay. Ja, gekocht schmeckt Fleisch auch besser. Gebe ich zu. Gebe ich zu. Ich poche immer ein bisschen gegen, ne? Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Ich habe jetzt nicht vor, alle Sterbesequenzen zu zeigen. Wobei ich das wirklich, glaube ich, machen würde, wenn es irgendwie krass ausgearbeitet wäre und ich nur wäre Game Over. Dann würde ich wahrscheinlich wirklich versuchen, alle Sterbesehnen. Die Sterbesehnen. Monstrum oder was? Alle Sterbeszenen zu zeigen. Wird euch gefragt, warum ich hier in der Dunkelheit auch ab und zu mal das Lämpchen ausmache? Das ist tatsächlich einfach nur dafür, dass ich hier mal gucken kann, ob irgendwas leuchtet, was ich auch sammeln kann, aber sieht schlecht aus in dem Raum hier. Du bist wahrscheinlich eher da, um da zu sein. Mann. Ja, Sperrkraft. Der ist auch offen. Hier haben wir aber auch nichts. Was sind denn das für langweilige Räume? Kann man sich auch verstecken? Aber der Typ ist hier ja gar nicht. Da ist unser Kumpel. Typ ist hier ja gar nicht. Deswegen verstehe ich nicht, warum man sich da verstecken sollte. Vielleicht einfach nur sicherheitshalber verstecken? Wenn man nicht weiß, dass der Typ plötzlich nicht auf die andere Seite kommt? Nicht mal hier ist irgendwas? Gerade hier hätte ich jetzt mit irgendwas gerechnet. Aber nein. Ach doch. Ich wollte gerade sagen. Also bitte. Hast du das schon gesehen? Ja, ich nicht. Ach, dann sag doch was.
So. Auszug einer Aufnahme von Dr. Bruce Newhouse. Doktor angestellt in Mount Massive Hospital 1958 bis 65. Pfarrer Clark. Es liegt mir fern, einen Mann Gottes zu belügen. Also lassen Sie mich sagen, dass ich mein Bestes tun werde, um die Sicherheit Ihrer Arbeitsumstände zu verbessern. Ich und der Rest der Angestellten wissen all die Dinge, die Sie für uns tun, wirklich zu schätzen. Und sollten Sie sich von jemand Bestimmten bedroht fühlen, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir können dann entweder die chemische Fixierung verstärken, eine Lobotomie durchführen oder eine ähnlich beruhigende Prozedur. Bitte unterschätzen Sie den Wert Ihrer Messung für unsere Patienten nicht. Unsere Patienten benötigen die Kraft und den Halt von Gott und Familie, vor allem, wenn man die tiefe und die notwendigerweise chaotische Natur der Hypnotherapie betrachtet. Nicht alle unsere armen Schäfchen haben eine Familie, an die sie sich wenden können, und somit fällt die Last und diese Berufung auf sie. Wir alle bauen auf ihren Glauben und auf ihre harte Arbeit. Diktiert, aber nicht gelesen. Dr. Newhouse, DR, 20. Mai, 61. Ich glaube, da wollte ein Priester wohl gehen. Und den sollte er aber nicht gehen. Ja, guck mal, wir gehen hier mal nach oben. Schuppidiwuppidihup. Fragt mich nicht, was das sein sollte. Was mit mir los ist. Ich glaube, ich kriege einen Schlaganfall. Deswegen habe ich Lizzie auch geschlagen. Das war mein Schlaganfall. Ich kann da nichts für. Ich bin ein Opfer des Systems. Des Dezimalsystems in Mathe. Lizzie macht komische Bewegungen. Aber als ob ich eine Ahnung habe, was ich überhaupt erzähle. Ihr wisst, je unangenehmer mir irgendeine Sache ist, desto mehr erzähle ich. Deswegen habe ich auch, glaube ich, bei Blair Witch in dem Haus relativ viel Schwachsinn einfach nur geredet. Hallo? Okay, ich glaube, da oben geht es nicht weiter. Dann gehen wir doch einfach mal hier durch diesen kleinen Lüftungsschacht hindurch. Hast du dir gemerkt, wenn wir wieder angefangen haben? Super. Dann muss ich improvisieren. Eine Batterie! Eine Batterie! Ilona? Nein, die habe ich nicht übersehen. Wir müssen da irgendwie anders rankommen. Keine Sorge. Die hole ich noch. So. Hallo? 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 Guck mal, ich sag doch, die hole ich noch. Hört doch mal, wenn ich was sage. Okay, das war ein bisschen dunkel hier. Dann kann ich die Batterie gleich wechseln. Ach komm, man gönnt sich hier sonst nichts. Wir haben, glaube ich, noch genug. Dusche. Nein, nicht Dusche. Kreissäge. Ich versuche was zu hören, aber ich höre nichts. Okay, nein, da ist auch nichts. Ich versuche was zu hören, aber ich höre nichts. Ja, außer die Kreissäge. Aber die kann ich nicht wirklich zuordnen. Wo dieses Ding herkommt. Das ist einfach da. Okay, hier kann man den Typen vielleicht ausmanövrieren. Da oben kommt man nicht lang. Aber ausmanövrieren funktioniert hier bei den Bücherregalen wahrscheinlich besser. Oh, hi! Was machst du denn hier? Meine Güte. Oh, ich hing fest. Oh, apropos ausmanövrieren klappt bei den Bücherregalen wahrscheinlich besser. Da renne ich einfach wieder zurück. So, hier lang müssen wir nämlich. So. Schön hier einfach weiter. Weiter, weiter. Hier drüber hüpfen. Zwischendurch ein bisschen umgucken. Dann hier durch. Und safe sein. In Outlast 1 ist man nämlich bei solchen Sachen noch safe. In Outlast 2 können sie sich da durchquetschen. Die blöden Biester. Naja. Wir sind erstmal wieder safe. Eine interessante Lampe. Komm,
Geht's gut? Ich glaube, da wird einer ertränkt. Hallo? Geht's gut? Lisa, oder wer auch immer das hier findet, seid ihr bewusst, dass Murkoff Monster erschafft. Ich habe die Patienten nie wieder gesehen, nachdem sie die sogenannte Therapie dieses Deutschen durchlaufen haben. Der Antrieb. So viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Sie mögen noch Menschen sein, aber irgendwas wurde aus ihnen herausgerissen. Und zu viele andere Dinge wurden hineingestoßen. Sie waren nicht alle Mörder. Sie waren krank, aber keine Killer. Murkoff macht sie zu Monstern. Dr. Rosette sagte, der Antrieb habe unterschiedliche Auswirkungen. Die unterschiedlichen Resultate zu wechselhaft, als dass man irgendwie eine Vorhersage machen könnte. Ich dachte, es sei Kantinengeschnatter. Rauls endloses Gerede. Ich hätte zuhören sollen. Was ich mich frage, ja? Also, wir filmen hier ja die ganze Zeit. Soweit, so gut. Wo hat der Typ erstens die ganze Zeit Stift und Papier her? Dass der, wenn wir filmen, immer seine Notizen machen kann. Und zweitens, wie schnell schreibt der? Wir filmen eine Sache und auf einmal hat er schon einen ganzen Tagebucheintrag dazu geschrieben. Der ist super. Also so schnell müsste man in irgendwelchen Klausuren schreiben können. Gerade irgendwelche Deutschklausuren, wo du die ganze Zeit eigentlich immer nur schreiben musst und schreiben musst. Und wenn du nicht gerade bei einer bestimmten Person hast und die Frage lautet, was ist Kunst, dann ist es auch meistens fast egal, was man da hinschreibt. Hauptsache, du schreibst und schreibst und schreibst und begründet, was du geschrieben hast. Dann ist die Begründung aber auch egal. Hm? Was ist los? Da drehen sie das Gas ab. Ja, ach, man muss sich ja nicht immer so anstellen. Man kann ja auch einmal aufhören zu atmen, dann stört das Gas ja auch nicht mehr. Meine Güte. Solche Pussys wurden hier behandelt? Ja, die auch behandelt. Ja, guck mal. Auszug von 1957 und Kommentar auf den Instagram-Bericht Operationen des TSD. Was heißt denn IG denn sonst? 7. Beeinflussung menschlichen Verhaltens. Der potenzielle Einsatz von Psychochemikalien in politisch motivierten Operationen ist wohl bekannt. Jedoch wurde diese Möglichkeit nicht so intensiv und nachhaltig untersucht, wie man annehmen sollte. Die Chemieabteilung beinhaltet sie als Teil ihres Plans, um darauf vorbereitet zu sein, eine solche Aktion zu unterstützen oder zu ermöglichen. Nicht-chemische Methoden für den Einsatz bei politisch motivierten Operationen sind ebenfalls im Plan enthalten. Anmerkung. J. Lawler. 15. April 58. Der vorhergehende M-Kultura-Auszug muss der Abteilung für den technischen Service vorgelegt werden, um die Finanzierung und Genehmigung zur Weiterführung der Forschungen von Dr. Rudolf Wörnicke, Asset 14866, um Project Warrider fortzusetzen. Autopsien der erlangten Versuchsobjekte wiesen chemische Inhalte in den Körpern auf. Metallische Tumore, Hinweise auf subdermale Verbrennungen, was auf hohe Dosen von Psychochemikalien hinweist. Siehe Hinweis irgendwas aus Berlin. 38. Berlin 38. Haben wir mit Chemikalien experimentiert? Also wir jetzt persönlich auch eher nicht, aber so allgemein gesehen. Hi Kumpel. Der Deutsche so an sich. Ich glaube, der hat einfach nur Spaß. Kann ich dir die Tür auch machen, oder? Viel Spaß noch. Nicht machen. Eil sie. So, wenn ich so auf die Uhr gucke, dann denke ich mir... Guck mal. Wenn ich auf die Uhr gucke, denke ich mir, E237 leuchtet. Nein, dann denke ich mir, wir könnten mal wieder eine Pause machen. Ich weiß nicht, wo er gespeichert hat. Das ist aber dafür auch egal. Wir haben hier jetzt nicht mehr so viel gemacht. Und dann drehen wir in der nächsten Folge hoffentlich das Gas ab. Mal schauen, wie es läuft. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, tschüss.